Guten Morgen, Philipp. Guten Morgen, Ralf. Meinst du, es geht jetzt schon los? Ich glaube schon, ne? Ja, ich glaube, wir sollten starten. Na Mann, dann legen wir einfach mal los, ne? Ja, Comline Events 2021. Herzlich willkommen an alle Teilnehmer, die heute uns hier in unserem Digital-Event beiwohnen. Ja, Comline Event Experience. Wie erfindet man Innovation? Ja, Philipp, magst du dich kurz vorstellen? Ja, schönen guten Tag in die Runde an alle Zuhörer. Ich heiße Philipp Leonhardt, bin im Financial Services der Firma Comline angestellt und bin dort für den Vertrieb zuständig. Das heißt, dort bin ich direkt beim Kunden für die Produkte im Financial Services für Banken und Sparkassen zuständig und ja, vertrete diese dann auch vor dem Kunden. Ja, prima. Also ich bin Ralf Degerdon, hier bei der Comline Geschäftsbereichsleiter für den Bereich Gesundheitswesen und heute mit dem Philipp zusammen, Ihr Moderator unseres Events. Und ich würde sagen, wir gehen auf die nächste Seite, ne? Erstmal eine ganz einfache Frage: Warum die Comline Events 2021? Da gibt es natürlich eine große Sache, die beschäftigt uns ja in der Gesellschaft schon seit letztem Jahr und das Thema Corona. Präsenzmeetings ja leider nicht möglich. Und wir hatten uns im letzten Jahr ja schmerzlich unseren GKV-Infotag in diesem Jahr abgesagt an der Stelle, wohl wissend, dass das auch in diesem Jahr nicht funktionieren wird. Und wir haben uns dann überlegt, wie kommen wir mit Ihnen als Teilnehmer ins Gespräch, wie kommen wir in den Austausch, wie kommen wir in die Kommunikation über die Themen, die uns in der heutigen Zeit beschäftigen. Also das ganz große Thema Digitalisierung, was kommt alles auf uns zu, wie läuft das ganze Thema? Und darum freuen wir uns, dass Sie heute mit uns dabei sind hier in unserem Event Experience. Wir haben ja eine ganze Reihe, da kommen wir mal später noch dazu. Warum machen wir die jetzt nochmal, ne? Also klar wollen wir hier eine Austauschplattform bieten, ne, dass wir uns hier verschiedenste Themen anschaut, jetzt nicht nur aus meinem ursprünglichen Bereich, dem Gesundheitswesen, sondern auch von der Bank, auch aus dem Government-Bereich und darüber hinaus. Na, es gibt ja nicht nur Produkte und Dienstleistungen, sondern wir stellen ganz klar hier in den Fokus das gemeinsame Austauschen zu verschiedensten Themen. Sie haben nachher noch ganz viel Zeit, Frage zu stellen, kommt der Kollege gleich dazu, ne, der Philipp. Und wir bietet hier einfach ein digitales Netzwerk, das wir hier aufbauen möchten, um hier den Austausch zu fördern. Habe ich noch irgendwas vergessen, Philipp? Ich glaube nicht. Nein. Nee, ne, passt. Das. Einwandfrei. Genau. Ja, dann würde ich sagen, Ja. übernimmst du mal. Genau. Danke, Ralf. Bevor ich Ihnen einmal die Agenda vorstelle, das heißt, was wir heute miteinander vorhaben, ja, obligatorisch mittlerweile ist man ja gewohnt, auch Online-Meetings durchzuführen. Am Anfang ein paar Hinweise, vor allen Dingen für die Teilnehmer, die GoToWebinar noch nicht kennen. Sie haben die Möglichkeit, über die Menüleiste oben die Bildschirmansicht anzupassen. Das heißt, dann auch so einzustellen, wie es für Sie optimal ist. Grundsätzlich ist es auch so, Sie haben jederzeit die Möglichkeit, Fragen und Kommentare unter dem Punkt Fragen und Chat auch einzustellen, auch während der Vorträge einzustellen. Wir kommen anschließend dann auch zu den Fragen, sodass wir die optimal beantworten können, sodass Sie dort eingeladen sind, da entsprechend auch Ihre Fragen loszuwerden. Ganz wichtig, auch im Nachgang kriegen Sie auch die entsprechende Aufzeichnung zur Verfügung gestellt. Das heißt, dort können Sie dann auch interessierten Kollegen das Ganze noch weitergeben und ja, die ganzen Inhalt dann auch weitergeben und entsprechend dann auch ja, zur Verfügung stellen. Ja, jetzt möchte ich gerne einmal zu der Agenda kommen. Wir haben spannende Themen vorbereitet.
sind im Grunde genommen unterteilt in vier Hauptpunkte. Starten möchten wir einmal mit einem Interview zwischen Stefan Schilling, unserem Geschäftsführer der Firma Comline, und dem Ralf über das Thema Comline und Innovation. Anschließend wird Roger Ciricius und Hans-Werner Winterhoff über das Thema Innovation, Wert durch Ideen, gemäß ISO 56002 einen Beitrag vorbereitet. Und Herr Marc Eichborn wird anschließend über Internal Innovation Labs, eine verschmähte Erfolgsidee, berichten, so dass dort entsprechende Fragen auch anschließend gestellt werden können. Und zum Schluss haben wir eine Active Summary. Und wie erfindet man jetzt Innovation? Ein Austausch aller Referenten, wo wir das Ganze auch nochmal zusammenfassen, auch nochmal Eindrücke schildern oder Statements abgeben, so dass Sie am Ende, und da laden wir Sie auch herzlich zu ein, noch in einen direkten Austausch gehen können, Fragen, Anmerkungen, Ideen vielleicht auch platzieren können, sodass wir in den Austausch gehen können, wie es eigentlich dann auch vor Ort normalerweise wäre, mittlerweile ja in der aktuellen Situation virtuell. Aber das versuchen wir heute mal, den Austausch entsprechend virtuell dann auch darzustellen. Ja, an der Stelle möchte ich einmal an den Ralf wieder übergeben, der mit dem ersten Programmpunkt dann direkt startet. Ja, prima. Danke dir, Philipp. Ja, und Stefan, guten Morgen. Herzlich willkommen auch in unserer digitalen Runde heute. Und wir hatten ja überlegt, lass uns einfach mal ganz kurz und locker sprechen und reinstarten in das Thema Innovation. Und da haben wir uns natürlich, habe ich mir eine Frage überlegt an dich, Stefan. Die lautet sehr einfach: Wie läuft denn Innovation bei Comline? Wie war das denn bisher? Gibt es einen kleinen Ausblick dazu? Wie ist denn dein Statement, Stefan? Innovation bei Comline? Ja, das ist zum einen ja eine Frage, die ein wenig die Vergangenheit herausfordert. Ich glaube, in der Vergangenheit haben wir einen sehr guten Track Record hingelegt, was das Thema Innovation angeht. Für alle die, die uns jetzt aus dem Krankenkassenbereich zuhören, die wissen, dass wir CRM Anfang des Jahrtausends, also fast vor dem Krieg, erfunden haben. Die wissen, dass wir die elektronische Akte in 2005 das erste Mal eingeführt haben, dass wir gemeinsam mit dem BVA sowas wie eine elektronische Regelprüfung bei Famis zum ersten Mal durchgeführt haben. Das waren alles Innovationen, die sind heute für ganz viele Beschäftigte in der GKV kompletter Tagesbetrieb. Wir hoffen, dass der Tagesbetrieb genauso demnächst auch für Helic DIY und Portal kommen werden, weil das ist genau das, womit wir aktuell unterwegs sind. Aber wenn man den Erfolg von Innovation zeigen will, dann kann man auch einmal in den Bankenbereich schauen. Wir haben den Helic Analyzer zur Bilanzaufbereitung entwickelt. Das war damals ein ganz hartes Stück Arbeit. Wir haben mehr als 3 Jahre daran entwickelt, obwohl wir zwischendurch oder zu Beginn der Arbeit der Meinung waren, das kriegt man im halben Jahr hin. Wir haben zwischendurch immer wieder gezuckt in den Investitionen da rein. Und da kommen wir nämlich zu einem ganz wichtigen Punkt. Innovation heißt nicht nur die Erfindung zu tätigen, sondern Innovation heißt es auch bis zur Umsetzung zu bringen. Und das ist uns dann mit dem Analyzer gelungen. Und der Analyzer ist heute, 8 Jahre nach seiner Markteinführung, tatsächlich immer noch ein Produkt, zu dem es kein Wettbewerbsprodukt auf dem Markt gibt. Inzwischen sehr weit verbreitet. Und das, glaube ich, ist auf deine Frage hin, Ralf, auch eine gute Antwort auf Innovation. Innovation bei Comline wird gesehen von der Erfindung bis zur tatsächlichen Umsetzung in den Markt und ist dann erfolgreich, wenn es im Markt Erfolg hat. Ja, super. Vielen, vielen Dank für diese wirklich interessante Antwort, das schon eben aufzeigt, dass wir da schon seit langem unterwegs sind mit Innovation, aber auch nicht stillsteht und immer wieder neue Themen in den Markt gebet und in die Bearbeitung bei unseren Kunden. Vielen Dank, Stefan. Klasse. Denke ich mal, ist ein super das Auftakt. Das ist übrigens auch ein gutes Stichwort. Ein gutes Stichwort, genau. Mit den Kunden. Weil ich glaube, gerade bei Firmen wie Comline kann Innovation nur gemeinsam mit Kunden, also auch gemeinsam mit denen allen, die gerade zuhören,
passieren. Und ich glaube, das ist auch einer der Erfolgsfaktoren für Innovationen, dabei zu schauen, was braucht der Kunde und was entwickelt auch Nutzen beim Kunden. Ja, perfekt. Klasse. Vielen Dank für dieses Statement, Stefan, das uns hier natürlich mit reinbringt in unseren weiteren Ablauf. Ja. Wir hören dich eventuell später nochmal in der Fragerunde. Erstmal noch vielen Dank. Und wir kommen eigentlich zu unserem nächsten Programmpunkt an der Stelle. Innovation Wert durch Ideen ISO 56002. Na, das hört sich erstmal wieder so an, boah, es ist alles geregelt, ne? Es ist alles vorgegeben, ne? Und wir arbeiten uns wieder an Regeln, Prozesse und sonstigem zum Thema Innovation ab. Als Gäste haben wir den Roger Ceritius von Futurix und den Hans Werner von Innotonic. Der Roger Ceritius und ich, wir kennen uns schon seit August 2019. Wir haben einiges schon miteinander gemacht. Im letzten Jahr war der Roger bei uns auch als Keynote Speaker auf dem GKV Infotag und ich freue mich immer wieder, wenn wir gemeinsame Meetings durchführen können. Und ich freue mich, dass ihr heute beide da seid. Herzlich willkommen. Und ich würde sagen, eure Bühne, euer Vortrag, viel Spaß und wir hören uns gleich wieder. Ne? Sehr gerne. Ja, vielen Dank und herzlich willkommen erstmal in unserem kleinen Slot hier. Wir nennen das bei uns, also Hans und ich nennen das immer so ein bisschen Klugscheißen mit Hans und Roger, weil wir haben so wenig Zeit, wir müssen wirklich Speed machen und uns ein bisschen sputen. Das mit der Innovation und dem Standard, das tut mir leid, dafür entschuldige ich mich gleich schon mal. Das ist schrecklich. Aber eins ist auch klar, Wandel ist Müssen und Innovation ist Wollen, hat der frühere CDO von IBM, Gunter Düb, mal gesagt. Was Innovation auf den Wert von Unternehmen für Auswirkungen hat und vor allen Dingen, was das mit dem Standard zu tun hat. Darüber wollen wir heute mit euch gemeinsam sprechen. Ja, und dafür haben wir eine kleine Präsentation mitgebracht. Und jetzt muss ich wahrscheinlich noch die Übertragung dafür bekommen, damit ich die auch weiterklicken kann, weil im Moment geht das noch nicht. Aber ich denke mal, das geht dann sofort los. Futurix ist eine Innovationstochter der VGH-Versicherung und gleichzeitig ein Innovation Accelerator, ein Corporate Innovation Accelerator. Und Innotonic ist eine junge Firma, die sich ausschließlich damit beschäftigt, nämlich diesen neuen Standard, schreckliches Wort, für Innovationsmanagement dann auch in Wirklichkeit umzusetzen und zu gucken, wie man damit Unternehmen hilft. Leider bin ich nicht in der Lage, die Präsentation zu klicken. Das würde ich aber wirklich sehr gerne machen. Vielleicht kann mir jemand helfen dabei. Es geht weder vor noch zurück. Ah, jetzt, wunderbar. Das war die erste Seite. So, und was das mit Wert durch Ideen gleich Innovation zu tun hat, dazu sagt uns Hans das. Ja, wunderbar. Also guten Morgen auch von mir. Klasse, dass wir ein bisschen vorstellen können, dass man so einen ISO-Standard tatsächlich verwenden kann, um Innovation mit Struktur zu versehen. Und die erste Frage ist ja, das ist so ein bisschen zeitverzögert. Ich habe eine Folie davor. Was ist eigentlich Innovation? Und das ist wunderbar. Stefan hat schon die Antwort gegeben. Das sind umgesetzte Ideen, die Wert schaffen. Wir sehen jetzt die Folie nicht. Aber da werdet ihr im Nachgang die Unterlagen ja bekommen als Aufzeichnung. Wir schicken auch das Ganze, was wir haben, so als Backup noch mit rum über Comline. Da sind ein paar Details dabei. Letztlich geht es um die Umsetzung und um die Wertschaffung. Und diese Wertschaffung, die hat natürlich immer auch eine Wachstumsdimension, eine Kostendimension, aber eben auch eine Risikodimension, extern und intern. Extern kann ich regulatorische Anforderungen erfüllen. Erfülle ich einfach zum Beispiel Anforderungen an ökologische, soziale und ethische Nachhaltigkeit. Wissen die wenigsten, aber da gibt es schon ausschließliche Gesetze für seit kurzem und EU-Offenlegungsverordnungen. Aber natürlich auch Risiken, wie gewinne ich eigentlich neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter? Kann ich denen eigentlich Sinn und Zweck vermitteln? Innovation ist recht breit, wisst ihr alle. Geschäftsmodellinnovation, Prozessorganisationsinnovation, Produkt- und Dienstleistungsinnovation. Und all das geht ganz oft schief, weil nur bestimmte Elemente rausgegriffen werden. Also heute Morgen gab es gerade wieder so eine schöne Studie, dass 75% der Kooperationen von Mittelständlern mit Startups
wir deswegen kooperieren, um eben gemeinsam das Neue in die Welt zu bringen, schiefgehen, weil sie nur einen Ausschnitt von Innovation betrachten. Das, was wir heute euch vorstellen wollen, Ihnen vorstellen wollen, gibt ein Gesamtbild, wie man eigentlich Innovation ganzheitlich managen kann und wie dann das Neue in die Welt kommt. Roger, wie geht's eigentlich dem Pferd? Ja, das ist die große Frage. Vor allen Dingen ist die Frage, wie man Innovation tatsächlich so werthaltig gestaltet, dass sie auch auf das einzahlt, was man eigentlich vorhat. Ich würde gerne klicken, aber ich kann nicht. Vielleicht kann jemand anders dann für uns klicken, wenn wir ein Signal dazu geben. Hier geht es darum, wie geht's dem Pferd? Und es geht natürlich um eine ganz entscheidende Frage. Nicht jede Innovation ist auch wertsteigernd. Aber wie entsteht eigentlich eine Innovation, die wertsteigernd ist und vor allen Dingen ein Prozess, der dahinter steht? Und wir müssen uns doch eine Sache an dieser Stelle mal verdeutlichen. Beide Lösungen zahlen auf ein neues Mobilitätskonzept ein. Aber welche trägt dazu bei, dass man am Ende wirklich Werte steigert für das Unternehmen? Beide sind auch bestimmt ganz innovativ. Das eine eher evolutionär gestaltet, das andere explorativ gestaltet. Und naja, eins ist auch klar, wir müssen ganzheitliche Prozesse denken, um am Ende ineinandergreifende Strukturen zu bekommen, die uns helfen, Innovationen strategisch zu planen und dann in wertsteigernde Elemente in Unternehmen umzusetzen. Und ich finde, dieses Bild trägt sehr dazu bei, sich Gedanken darüber zu machen, dass nicht jede Innovation gleichwertig gut ist. Denn auch die Ganzheitlichkeit kommt es an. Und es gibt so wunderbare Übersichten und muss ich an der Stelle linke Seite der Folie gleich mal Bloomberg in Schutz nehmen. Die geben einmal im Jahr so eine Studie raus, wer ist eigentlich Innovationsweltmeister. Vielleicht im Auge, kommt immer so Januar, gibt so Übersichten, die sind dann eigentlich so 2, 3 Wochen auch immer in den Zeitungen. Und letztes Jahr in 2020 war Deutschland Innovationsweltmeister. Wie gesagt, muss man Bloomberg in Schutz nehmen. Die können halt nicht in die Details gucken. Sind da jetzt wirklich neue Produkte und Dienstleistungen aus Ideen entstanden und wurden die auch umgesetzt mit Kunden und haben sie Wert geschaffen, sondern die gucken sich einzelne Parameter an. Und ein ganz beliebter Parameter ist ja Forschungs- und Entwicklungsaufwand. Und gucken sich dann an, wie hoch ist der Forschungs- und Entwicklungsaufwand in Deutschland bezogen aufs Bruttoinlandsprodukt. Die gucken sich auch an die Anzahl der Patentanmeldungen und da sind wir dann Weltmeister gewesen letztes Jahr. Blöde ist nur, dass es zwischen so einzelnen Elementen, hier jetzt mal auf der linken Seite Forschungs- und Entwicklungsaufwand, aber eben auch Patentanmeldungen und dem, was wir eigentlich ja mit Innovation erreichen wollen, nämlich Wertschaffung, Wachstum steigern, Kosten reduzieren, externe, interne Risiken managen, dass da nicht nur keine Kausalität besteht, also wenn ich das in Forschung und Entwicklung investiere, dann kommt Folgendes bei raus, sondern über alle Unternehmen hinweg noch nicht mal eine Korrelation. Das ist über alle Unternehmen hinweg blanker Zufall. Und natürlich ist in den einzelnen Unternehmen, wenn so Forschung und Entwicklung eingebettet ist in eine gesamthafte Struktur, wie ich Innovation manage, wie das neu in die Welt kommen soll, dann kann es wieder gut klappen. Aber über alle Unternehmen hinweg ist das blanker Zufall. Und diese Studie, und die ist aus einem relativ unverdächtigen Magazin, aus dem Harvard Business Review 2019, Dezember 2019, Gina O'Connor, wunderbare Frau, einfach mal nachlesen, die zeigt aber auch auf, dass Unternehmen, die tatsächlich Innovation managen, zwar strukturiert managen, ganzheitlich managen, dass dort nicht nur eine Korrelation besteht zwischen diesem Managen von der Idee bis zur Umsetzung, zur Wertschaffung, sondern sogar eine Kausalität. Also wenn ich eine Idee gut durch den Innovationsprozess manage, dann ist es kausal verbunden mit Steigerung des Unternehmenswerts, also Wachstumssteigerung, Kostenreduzierung, Risikominimierung. Details dazu sind im Backup, auch eine wunderbare Übersicht, wenn man Innovationsmanagement googelt und sich jetzt fragt, wie komme ich denn eigentlich an die Struktur? Kann man es natürlich googeln, kommt man innerhalb von 0,52 Sekunden auf 4 Milliarden Treffer. Und dafür hat sich jemand was überlegt, nämlich das Ganze vielleicht auch mit einer freiwilligen, standardisierten Struktur zu hinterlegen. Aber Innovationsmanagement und Struktur, das geht ja irgendwie nicht immer gleich in die Köpfe, Roger, oder? So ist das. Und auf der nächsten Folie, wenn ihr noch einmal weiterklicken mögt, dann seht ihr zunächst erstmal ein relativ bekanntes, hübsches Musikstück. Und um zu erläutern, wie wichtig eine Struktur für Innovation ist, kann man an einer solchen Musik sehr gut zeigen. Denn wenn wir uns jetzt mal vorstellen,
Wir würden die Taktstriche wegnehmen, dann wüssten wir schon nicht mehr, ist das ein Drei- oder ein Viervierteltakt oder vielleicht noch ein ganz anderes Taktverhältnis. Und wenn wir den Violinenschlüssel wegnehmen, dann wüssten wir nicht, ist das eigentlich für eine Basslinie notiert oder für einen Sopran notiert. Das heißt, wir hätten gar keine Orientierung. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, wir würden eine oder alle Notenlinien entfernen, ja, dann haben wir schwarze Punkte mit Hälsen und Strichen dran. Aber es ist keine Musik mehr. Und darum geht es letztendlich auch in dem neuen ISO-Standard 56002. Der definiert nämlich diese hilfreichen Strukturen, die am Ende dazu beitragen, Innovation in einem strukturierten Prozess zu leben. Und diese Musik, die wird erst dadurch zur Musik, genauso wie die Innovation zu einer guten Innovation wird, wenn sie einer Struktur folgt. Und Beethoven wäre mit Sicherheit nicht so berühmt gewesen, wenn er an dieser Stelle auf die vorgegebene Struktur verzichtet hätte und wir hätten heute keine Freude an der Ode an der Freude. Und auf der nächsten Seite sehen wir, was das eigentlich in dem Standard bedeutet, nämlich 7 Dimensionen, die letztendlich darauf einzahlen, eine Organisationsstruktur eines Unternehmens genau zu betrachten. Und ich fange mal bei der beim Organisationskontext an. Dahinter verbergen sich einige Subdimensionen, die die Organisationsstruktur genau definieren. Zum Beispiel Fragestellungen, wie arbeiten wir miteinander, also kollaborativ. Welche Kultur haben wir als Unternehmen ausgebildet, um Innovation tatsächlich auch zu befördern, also die Mitarbeitenden auch zu befähigen, Innovation miteinander zu leben, in der Organisationsstruktur miteinander zu arbeiten, und zwar in all den Formen, die wir ja an unterschiedlichsten Stellen auch in unseren Unternehmen kennen, nämlich kollaborativ, selbstorganisiert, vielleicht auch hierarchiearm. Aber natürlich ist das alles nichts, wenn der nächste Bereich der Führung nicht elementar darauf einzahlt. Also wenn Führung nicht wirklich dahinter steht, so wie der Stefan auch eben wunderbar veranschaulicht hat, dass das funktioniert, wenn Führung nicht wirklich dahinter steht, dass durch eine Idee und das Managen dieser Idee durch einen gesamthaften Ansatz auch tatsächlich eine Innovation entsteht, die Wert schafft. Und das muss natürlich eingebettet sein in die Unternehmensstrategie. Und das ist oftmals disjunkt. Wir sehen das gleich später nochmal, vielleicht auch in den Fragen, wenn wir so wissenschaftlich unabhängig Unternehmen analysieren, wo steht ihr eigentlich, dann stellen wir oftmals Innovationstheater fest. Da ist ganz viel auf der Website und da steht viel im Geschäftsbericht. Aber wenn man wirklich mal fragt, sag mal, und habt ihr es denn mit eurer Strategie verbunden? Ist das verschriftlicht? Habt ihr tatsächlich auch Zielvereinbarungen und Zielerreichungsmessungen auf Führungsebene im Sinne von Verantwortung für Innovation? Gibt es vielleicht auch eine Richtlinie, an der sich alle internen Mitarbeitenden, aber auch Kunden und Lieferanten orientieren können? Dann ist das nicht in allen Fällen so, wie man sich's wünscht, dass Führung wirklich dahinter steht. Wer sich das mal im Detail angucken möchte, wie es gut geht, könnte zum Beispiel zur Strategie einfach mal Wienerberger AG googeln und Strategie als Schrägstrich. Da sieht man, wie Innovationsstrategie und Gesamtstrategie wunderbar verbunden ist, oder eine Richtlinie für Innovationsmanagement. Da findet man eine wunderbare Richtlinie bei Iberdrola, spanischer Energieversorger, ist nicht auf Spanisch, ist auf Englisch. Da gibt es ein paar schöne Beispiele, wie Führung wirklich hinter Innovation steht. Und erst wenn der Organisationskontext klar ist, wenn die Führung dahinter steht, Roger, dann kann man, glaube ich, auch planen. Na klar, denn eins ist auch klar, sind die Chancen, sind die Möglichkeiten, sind die Risiken bekannt? Kennen wir die Ziele? Haben wir Messgrößen dafür? Sind die Strukturen darauf ausgelegt? Und vor allen Dingen, bewegen sich die Strukturen bei der Entwicklung von Innovation auch tatsächlich in die gleiche Richtung? Ist das Umfeld innovationsfördernd? Also sind sich die jeweiligen Fachbereiche ihrer Verantwortung im Gesamtkontext auch bewusst? Das sind Dinge, die einer Planung bedürfen und die eine Grundlage dafür sind, damit man einen solchen Innovationsmanagement-Standard, eine solche Struktur in einem Unternehmen tatsächlich fest verankern kann. Und das Gleiche gilt natürlich auch bei einer ganz zentralen Frage, die uns immer bewegt und die vieles, sage ich mal, kaputt haut auch, was Veränderung bedeutet, nämlich die Frage nach Ressourcen. Und da muss ich einfach eine Anekdote erzählen. Ich habe 25 Jahre lang Innovation und Digitalisierung für ein recht großes Unternehmen geleitet, für unsere Kunden, aber auch intern für die 240.000 Menschen in 152 Ländern. Und ich habe dann irgendwann so ein Werkzeug als Ressource genutzt, um Ideen zu sammeln. Ich hatte mir das falsche Ziel gesetzt für die ersten 3 Monate, nämlich Anzahl von Ideen.
ich habe keine Planung gehabt, für welchen Bereich eigentlich. Es ging vollkommen schief. Und als dann zu viele Ideen kamen, hatte ich nicht die richtigen Ressourcen, also Menschen, die das wirklich können mit den entsprechenden Kompetenzen, aber auch gar nicht die Finanzen, um all diese Ideen, die dann kamen mit diesem Werkzeug Innovationspipeline, tatsächlich auch umzusetzen. Dieses Thema Ressourcen ist nicht alleine kriegsentscheidend für Erfolg oder Misserfolg von Innovation, sondern das geht nur, wenn wir diese 7 Dimensionen und die Subdimensionen ganzheitlich betrachten. Aber sich die Frage zu stellen, was ist eigentlich wirklich mein zeitlicher Ansatz für meine Mitarbeitenden, nicht nur im Innovationsteam, sondern in Summe an dem Neuen zu arbeiten. Welche Budgets stelle ich tatsächlich zur Verfügung? Habe ich eigentlich intern alle Kompetenzen, die ich brauche, oder möchte ich vielleicht Kompetenzen von außen in einem Partnering mit dazu nehmen? Und habe ich die Werkzeuge, technische Werkzeuge, aber auch Werkzeuge, wie ich zum Beispiel Kultur, dieses wichtige Thema, weiterentwickle? Das ist so die 4. Dimension in diesem freiwilligen Leitfaden Unterstützung. Und erst dann geht es rein in das, was viele im Kopf haben, wenn sie Innovation hören, nämlich den Prozess. Genau. Und das ist die Frage, die uns natürlich an ganz vielen Stellen immer wieder begegnet. Wie mache ich das dann eigentlich strukturiert? Also welche Formen habe ich eigentlich, um meine Ideen zu erkennen, um die Möglichkeiten, die Chancen auch für die unternehmerische Entwicklung zu erkennen? Wie kreiere ich Konzepte? Wie entwickle ich Lösungen letztendlich auch dafür? Und vor allen Dingen, wie setze ich diese in einem Unternehmen um? Und zwar so, dass das nicht ein Zufall ist, sondern dass ich das duplizieren kann und wiederholen kann in beliebiger Form, um diese Maschine auch am Laufen zu halten und am Ende auch eine Routine auszubilden. Und wenn ich das kann, dann kann ich natürlich auch eine Leistungsbewertung vornehmen und Analysen dahinter setzen. Diese Analysen. Ja, das hört sich doch total interessant an, ihr beiden. Ne? Also da gibt es doch einiges, an das man denken kann und muss. Ja? Und man sieht ja hier schon, ne? Ihr habt es ja hinterlegt, freiwilliger Leitfaden. Ja? Da gibt es natürlich nicht so wie gedacht, euch alles immer enge Korsett an der Stelle, sondern doch einiges, was man nur sonst so mit reinbringen kann. In Anbetracht der Zeit, ne, würde ich sagen, erstmal vielen Dank an euch beide. Ne? Da gibt es natürlich vieles, was jetzt hier noch dargelegt werden könnte. Ne? Aber ihr seht hier auf der Folie nochmal, es gibt Analysen und Benchmarks. Und ihr habt natürlich auch eine Akademie, Hans, ne, an der Stelle jetzt aufgemacht. Und die erste Session, habe ich schon gesehen, hat ja stattgefunden. Ich würde jetzt mal gucken, Philipp, haben wir irgendwelche Fragen aus der Teilnehmerschaft? Nee, bisher noch nicht. Sie okay. sind gerne alle eingeladen, auch Fragen zu stellen und jetzt gerne auch entsprechend in dem Bereich einzugeben. Eine Frage, die mich interessieren würde, reicht es nicht aus, wie bislang auch nur eine Idee umzusetzen? Ja, wenn es das Smartphone von Apple ist, dann reicht vielleicht auch eine Idee, aber selbst bei denen reicht es nicht richtig. Nein, natürlich, es braucht einen kontinuierlichen Prozess, der uns hilft, alle Themen zu beleuchten, denn die Marktveränderungen sind ja so relevant und so schnelllebig, dass wir uns in einer fortwährenden Maschinerie letztendlich bewegen müssen, immer Neues, also Altes zu innovieren, aber gleichzeitig auch sich Marktgegebenheiten anzupassen. Dankeschön. Ja, klingt interessant. Komme ich im Grunde zu der nächsten Frage, die vielleicht auch spannend ist, auch für die Teilnehmer spannend ist. Wo beginnt und wo endet denn die Arbeit von Innotonic bei den Kunden? Oh, guter Punkt. Wir haben uns gefragt, ihr habt ja eben so ganz kurz die Übersicht gesehen, wer wir eigentlich sind. Ne? Und vielleicht auch eine Übersicht gesehen, so wissenschaftlich unabhängig. Ich war Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, Unternehmensberater relativ lange, was ich gesehen habe, immer wenn wir so analysiert haben als Unternehmensberater, wo steht eigentlich Unternehmen XYZ bei Thema ABC? Da haben wir das natürlich auch mit Reifegradanalysen gemacht, aber fairerweise, und das ist ja auch das Geschäftsmodell von Beratern, haben wir die Fragen so formuliert, dass die Antworten eigentlich in Teilen schon klar waren, nämlich schlecht in den Bereichen, wo wir als Berater helfen können, die Lücken zu schließen. Das wollten wir mal komplett anders machen als Innotonic. Also haben wir uns wissenschaftlich dem Thema genähert. Wir haben diesen Standard so analysiert, dass wir daraus am Anfang ungefähr 300 Fragen abgeleitet hatten.
3, 4 Masterarbeiten vergeben, um zu gucken, sind die trennscharf genug? Die waren dann trennscharf, aber viel zu viele. Haben die dann noch weiter verdichtet auf ungefähr 60 Fragen. Und mit diesen 60 Fragen kann man sehr genau analysieren, wo ein Unternehmen bei diesen 7 Dimensionen eines ganzheitlichen Innovationsmanagementsystems steht. Diese 60 Fragen sind so konzipiert, dass sie eben die Lücken aufzeigen. Und wir als Innotonic, wir zeigen die Lücken auf, wir interpretieren, wir geben auch Handlungsempfehlungen, aber wir haben uns ganz bewusst entschieden, nicht umzusetzen, damit das wirklich eine objektive Betrachtung des Status quo des Innovationsmanagements ist. Da machen wir eine Reifegradanalyse, da kommt so ein 25-seitiger Bericht raus mit Interpretation, Handlungsempfehlungen und dann kommen oftmals die Fragen, ja, aber wer kann uns denn jetzt helfen, die Lücken zu schließen? Wir haben so ein Partnernetzwerk aufgebaut, wir haben keine Provisionsvereinbarung mit denen, keine Rabattierungsvereinbarung, aber wir wissen, das sind gute Berater im Bereich der Innovationskulturentwicklung. Das sind gute Berater im Bereich der Einführung einer Software für Ideenmanagement. Diese Tipps können wir dann natürlich geben. Was wir aber auch gemerkt haben, und wir sind mehrheitlich irgendwie auch wissenschaftlich aktiv, also ich habe auch 2 Honorarprofessoren, wir haben 2 weitere Professoren im Kernteam und auch 2 weitere Professoren im erweiterten Team. Wir können dieses Wissen auch vermitteln und deswegen ist der zweite Strang halt diese Akademie. Aber wir sind wissenschaftlich unterwegs und analysieren unabhängig. Ich glaube, eins ist vielleicht noch wichtig, noch zu ergänzen an dieser Stelle. Dieser Standard und das damit verbundene Assessment ist wie eine Art TÜV. Unternehmen wollen wissen, wo stehen sie eigentlich heute in der Frage ihrer Innovationsmanagementstrukturen. Wir alle haben das Bedürfnis und das kennen wir aus unserer Arbeit. Wir wissen, viele Unternehmen wissen eben nicht so genau, wo sollen sie eigentlich anfangen? Wo ist das größte Gap? Und dafür ist ein solches Assessment natürlich Gold wert, weil es eben wie so eine Art TÜV ist. Man fährt dahin, man kann es online klicken, man kann sich das sehr schnell, kann man es auch skalieren in seinem Unternehmen. Es ist sehr einfach zu machen und dann kriegt man einen sehr guten Überblick darüber, wo ist es geboten anzufangen und wo ist es geboten weiterzumachen. Und das ist ja die große Schwierigkeit, dass viele Unternehmen vor einem riesigen Berg stehen und wissen, sie müssen was tun, aber wo ist der richtige Startpunkt? Okay, das ist ein gutes Signal, der richtige Startpunkt, weil unser nächster Teilnehmer, unser nächster Referent, der Marc Eichborn, ist bestimmt schon in den Startlöchern für seinen Teil, der jetzt nachfolgen kommt. Erstmal an euch beide herzlichen Dank, Hans und Roger. Ja, wir hören uns bestimmt auch gleich noch und da ist schon der Marc an der Stelle. Herzlich willkommen, Marc, heute auch bei uns bei der Experience von Comline. Wir beide kennen uns ja auch schon länger. Ne? Wir haben einiges schon miteinander gearbeitet, ne? Sehr intensiv gearbeitet. Wir waren beide, hat es so vorher schon gesagt, bei der Digital Journey in Estland. Ja? Durfte da sehr viel gemeinsam erleben. Und ich kenne natürlich viele Details von dir, wie du arbeitest, was du vorhast, wie du praktisch das ganze Thema Innovation bei Bitmark hinterlegt hast. Aber du bist derjenige, der das hier gerne zeigen soll. Ja? Und ich freue mich, dass du heute dabei bist und würde sagen, viel Spaß bei deinem Vortrag und wir hören uns gleich wieder. Marc, deine Bühne. Ja. Vielen Dank, Ralf. Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ich gucke mal, ob die Steuerung bei mir besser funktioniert als vorhin. Ja, ich starte mit einem kleinen Impuls. Ich habe einen Flipchart vorbereitet und entlasse Sie jetzt gleich ganz kurz für ein paar Sekunden in ein paar mathematische Formeln und bin gespannt, was Ihnen als erstes auffällt. Es braucht keine Rückmeldung, weil ich sage Ihnen, was mir aufgefallen ist und vielleicht ist das ein Impuls fürs Weiterdenken. Ich glaube, alle können diese einfachen mathematischen Formeln auflösen. Und ich sage mal so, die Standardantworten, die ich bekommen habe, es ist nur Plus und Minus, es sind nur einstellige Zahlen. Ja, alles richtig, ich will aber auf was anderes hinaus. Viele werden festgestellt haben, die erste Gleichung ist auch direkt falsch gerechnet. Das ist richtig. Das ist auch der Impuls, den ich als Rückmeldung bekomme, wenn ich das in Präsenzveranstaltungen mache, weil da lasse ich reinrufen. Mein Impuls ist ein anderer. Ich gucke da drauf und sage, ach guck mal, 80% sind schon mal richtig. Das heißt, wenn ich nicht gerade eine Herz- oder Gehirn-OP mache oder zum Mond fliegen will,
dann reicht in vielen Fällen, autonomes Farmen würde ich gleich auch noch ausnehmen, reicht in vielen Fällen aus, dass ich erstmal 80% schon mal als sehr, sehr gutes Ergebnis bewerte und von da aus mich weiter vorarbeiten kann. Und ich glaube, vieles davon ist einfach der Blick auf die Sache. Viele haben auf die 8 geguckt und haben gesagt, 1 plus 6 ist nicht 8. Ich sage, oh, guck mal, da hat einer 5 Gleichungen aufgestellt und das ist schon sehr, sehr gut, dass davon schon mal 4 richtig sind. Und das ist so mein Anknüpfungspunkt. Es geht ja darum, warum interne Innovation Labs? Ich will mal mit einem Beispiel starten, was ich auch selbst mitkreiert habe und gehe mal auf diesen Veränderungstrieb. Eben hat gerade Roger, glaube ich, gesagt, Wandel ist Müssen und Innovation ist Wollen. Ja, wir wollten das Unternehmen verändern und wir wollten auch Innovationen treiben. Und dann haben wir uns mal umgeguckt, wo könnten wir das denn im Unternehmen machen? Und auch das zahlt auf Mindset ein. Wir haben Folgendes vorgefunden, diese wunderbaren Räumlichkeiten damals bei der Zürich, da war ich selbst mit dabei, schöne Plüschsessel, richtiger schöner Hochflorteppich und haben gesagt, da packen wir jetzt Innovationen rein. Und jeder wird jetzt sagen, der Eichborn, ja, die schönen Vorwort von Ralf Degerdon hat da gerade eingerissen. Das ist auch so. Wir haben das nämlich ein bisschen umgebaut und man sieht jetzt, dass die gleichen Blickwinkel sind, aber durchaus anders aussehen. Und ich glaube daran, dass ein Unternehmen, was in dem Fall über 100-jährige Tradition hat, gut daran tut, Teile dieser Tradition auch weiterleben zu lassen. Weil wenn Sie genau hingucken, die Plüschsessel sind geblieben, der Stuck an der Decke, wir haben nicht alles rausgerissen, sondern wir haben das wohlwollend aufgenommen, was auch zum Unternehmen gehört. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, um tatsächlich Innovation zu treiben. Was man sieht auf dem Foto unten links das Treppenhaus. Also dahinter, hinter dem Treppenhaus, sind die anderen Unternehmensteile. Damit komme ich auch zu dem Thema intern. Sind die anderen Unternehmensteile der Zürich gewesen und jeder, der in die Kantine gehen wollte, konnte entweder vor dem Lab die Treppe runtergehen und durch den nächsten Flur, er konnte aber auch durch unseren Flur gehen, sodass wir mitten im Gebäude immer wieder Anschluss direkt zur Organisation hatten. Und das hat uns viel geholfen. Wir haben nämlich dann in diesen Durchgang auch gerne mal einen Störer reingestellt, nämlich auch da einen Flipchart, auf dem wir vielleicht eine Frage gemacht haben, wo wir Klebepunkte haben kleben lassen oder einfach nur einen Strich, bist du für Version 1 oder 2 von irgendetwas. Das dauert 5 Sekunden, teilweise nur 10. Die Leute sind dann an unserer Kaffeetheke stehen geblieben und haben mit uns angefangen zu diskutieren. Und so konnten wir in diesem internen Innovation Lab die Mitarbeiter des restlichen Unternehmens viel stärker an uns binden. Also es war nicht mehr die da oben und im Innovation Lab, also wir und die Mitarbeiter und wir machen den fancy Kram, sondern jeder konnte daran partizipieren. Und das war uns was ganz Wichtiges. Wir haben das dann, ich habe das dann, als ich zur Bitmark gewechselt bin, übernommen. Hier hatte ich jetzt eine etwas andere Herausforderung. Ich musste nicht eine Fläche umbauen, sondern es war eine komplett leere Fläche da und ich konnte mich wirklich austoben, ist vielleicht der falsche Begriff, aber ich konnte gestalten letztendlich, wie ich wollte, weil ich auch Wände und Mauern setzen konnte, wie ich wollte. Man sieht hier schön, dass der Kern von solchen Arbeitskulturwerkstätten und Innovationslabs, ich komme gleich nochmal dazu, warum Arbeitskulturwerkstätten da eine Rolle spielt. Wir haben oben links einen Raum, wo wir eine Tribüne drin haben. Die Wände sind letztlich immer so gestaltet, dass ich sie beschriften kann mit Whiteboards. Ich habe da einen großen Workshop-Raum. Ich habe oben rechts einen Raum, in dem flexible Schreibtische stehen. Ich habe einen kleinen Konferenzbereich. Ich habe aber eben auch die Möglichkeit, bei der Bitmark mich mal tatsächlich bilateral zusammenzusetzen oder mit einem Smart Screen auch andere Leute dazu zu holen. Ich glaube, hier ist wichtig, auch hier ist es so, wenn ich durch die nächste Tür gehe und man sieht es oben rechts im Hintergrund, die anderen Gebäudeteile der Bitmark, dort sitzen die anderen Kollegen und die können jederzeit zu uns geholt werden. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, um die Leute tatsächlich zu involvieren. Und wie haben wir das dann ganz konkret gemacht? Das zeige ich mal auf der nächsten Folie. Wir sind hingegangen und haben gesagt, wie kommen wir denn zu einer elektronischen oder digitalen GKV und wir haben cross-funktionale Teams designt nach dem wohlbekannten Amazon 2-Pizza-Theorem, 6 bis 8 Mitarbeiter, die innovationsgetrieben sind. Wir haben es ein bisschen nach den Standorten aufgegliedert und haben denen auch entsprechende Namen gegeben. Wichtig dabei ist, dass wir gesagt haben, die sollen Prototypen bauen, die sollen für Versicherte und Kunden entwickeln, die sollen Ideen schnell testen, die sollen weiterentwickeln, verwerfen und danach weitermachen. Der Kern dabei ist, es funktioniert nur, wenn man es ein Stück weit vorlebt, dazu komme ich gleich, und das Wichtigste ist, dass ich tatsächlich
aus meiner Sicht eng mit der Organisation verbunden bin und diese Organisation immer wieder mit reinnehmen kann. Ich glaube, das hängt stark an der Führung. Ich als CDO führe diese Teams größtenteils selbst. Da gibt es natürlich einen Product Owner, der das Thema mit vorantreibt. Aber ich glaube, wir müssen sagen, dieser strukturelle Wandel, der mit solchen Innovationslabs einhergeht, das ist der Umsatz der Zukunft. Wir versuchen dort sehr stark auf das Thema, wir erzeugen etwas, wir werfen es vielleicht auch schnell weg, aber wir erzeugen etwas, weg vom Denken zu kommen. Wir schaffen da auch einen Teil der also eine Art brauchbare Illegalität. Also ich sage immer, da wo schwarz mit weißen Punkten ist, da fühle ich mich am wohlsten. Also schwarz ist dann illegal, aber wo ich noch ein bisschen weiß drin habe, da habe ich eben Gestaltungsspielräume viel stärker als in einem ganz rein weißen Bereich, weil da habe ich eine enge gesetzliche Vorgabe. Und was wir da schaffen, ist permanent Beta. Wir gehen halt wirklich immer dahin, wo eigentlich noch nicht viel Entwicklung ist und versuchen dann, und das finde ich ganz spannend, deswegen werde ich mir die 56002 auch nochmal genauer angucken, dann irgendwann natürlich in den Legalprozess zu kommen und da weiter vorzugehen. Zwei Sätze zu mir. Ich habe eine Leidenschaft für Fahrräder und Veränderungen der Arbeit. Das treibe ich dort. Ich habe ein Smartphone und ein Notebook als Arbeitsplatz. Mehr habe ich nicht. Ich glaube daran, dass man das vorleben muss, was man braucht. Damit hängt Führung zusammen und dann komme ich auch schon zum Schluss. Und ich sage, solche Innovationsteams, die intern geführt werden, liegen auch erstmal anderen Führungsgrundsätzen unter. Also bei mir ist zum Beispiel egal, wann die Arbeit gemacht wird, und das war vor Corona auch schon, wie lang die Pause ist, wo die Arbeit gemacht wird und wann der Arbeitsalltag beginnt. Meiner beginnt irgendwie zwischen 7 und 8, bei manchen um 6, bei manchen erst um 12. Das ist vollkommen okay. Mir geht es darum, Arbeitsumfeld muss stimmen, die Arbeitsergebnisse müssen stimmen, Absprachen und Ähnliches müssen eingehalten werden. Und dann nur ein ganz kurzer Schwenk, wie wir das unterstützen. Wir glauben, dass die Innovationswerkstätten auch stützen, dass man Zukunft der Arbeit mehr reinbekommt. Ich will das nur ganz kurz streifen mit zwei Sätzen. Wir holen Teams zu uns, die ihre Arbeit normal weitermachen in den eben gezeigten Flächen, aber davon profitieren, dass wir ein innovatives Umfeld geschaffen haben, dass alle Leute an Innovationen arbeiten und dadurch auch inspiriert sind, im Unternehmen Veränderungen herbeizuführen. Und das sind so die wichtigsten Kernpunkte. Wenn ich die Innovation dicht ans Unternehmen ranhole, also am besten Fall im Unternehmen tatsächlich treibe, jetzt rein physikalisch, dann glaube ich, dass man eine stärkere Durchsetzung auch im Unternehmen bekommt und eine stärkere Sichtbarkeit und auch einen stärkeren Zugang zu den anderen Mitarbeitern und die mitziehen kann. Und oft ist es so, dass wir nicht zurückweichen, auch wenn es so scheint, sondern dass wir nur Anlauf nehmen, um den nächsten Step zu machen. Und ich habe das mal hier ganz frei nach Tim Bensko zitiert. Und würde damit gerne zurückgeben an Philipp und Ralf für Fragen, wenn sie denn existieren. Ja, vielen Dank, Marc, für die spannenden Einblicke und Ausführungen und auch Gedankenansätze, neue Gedankenansätze vielleicht für den einen oder anderen. Ich habe parallel auch natürlich auf den entsprechenden Chat bzw. die Fragen geschaut. Dort ist aktuell noch nichts eingestellt. Gerne aber auch da nochmal die Einladung, Dinge einzustellen. Wir haben hinterher aber gleich auch nochmal die Möglichkeit, dort in die Diskussion einzusteigen. Fragen, die sich aber aus dem Vortrag ergeben, sind zum Beispiel, wie findet man denn überhaupt Personen, Kollegen für ein Innovation Lab, die dort arbeiten? Müssen die irgendwelche Skills mitbringen beispielsweise oder ist das tatsächlich ganz offen? Also ich predige eigentlich immer, dass es ganz offen ist. Nichtsdestotrotz müssen Sie eine Grundvoraussetzung mitbringen, die da lautet, Sie müssen Lust haben an der Arbeit. Also wenn Sie geschickt werden, dann muss man immer sehr genau gucken, wollte jetzt die Führungskraft, dass er da arbeitet oder wollte der Mitarbeiter das oder wollte vielleicht das Team das, dass sie ihn loswerden oder was auch immer. Das kann ganz unterschiedliche Gründe haben, von positiv bis extrem negativ. Insofern glaube ich, dass das Wichtigste ist, die Menschen, die zu uns in die Innovationsteams kommen, müssen erstmal selbst wollen. Wenn sie das tun, dann sind die Skills sehr, sehr unerheblich. Ich kann ein schönes Beispiel geben. Wir hatten in einem Innovationsteam einen Kollegen, der kommt aus dem eher betriebswirtschaftlichen Ecke. Den haben wir auch bewusst mit diesen Skills haben wollen. Also den haben wir gezielt gesucht und haben gesagt, wir brauchen jemanden, der uns Richtung Business Case ein bisschen das Betriebswirtschaftliche da mitrechnet und so weiter. Der hat sich schnell zu jemandem entwickelt, der sehr stark auf der Design-Ebene, also wie kriege ich
das, was der Versicherte mir gesagt hat, dann tatsächlich auch in das Produkt umgesetzt, mit weiterentwickelt hat. Der hatte keine Programmierfähigkeiten, aber der hat dann sehr stark an diesen Dingen mitgescribbelt, Prozessverläufe und Ähnliches gemacht. Und heute ist er mit dem, was der bei uns gelernt hat in den 4 Monaten, zum Product Owner in einem Data-Umfeld geworden, wo er jetzt das Team führt, was sich mit ganz komplexen Algorithmen beschäftigt. Er geht nicht tief in die Materie rein, aber er hat eben die Fähigkeiten erworben, zu steuern, Themen zusammenzunehmen, zu gucken etc. Und das war ganz spannend, solche Entwicklungen auch zu sehen. Insofern die Skills, ja, wir brauchen schon Leute, die Lust haben, ein bisschen was zu entwickeln, zu designen. Wir brauchen auch sicherlich mal einen Coder, wenn wir Richtung Frontend gehen, um da zu sagen, ist es überhaupt möglich, was wir uns vorstellen und Ähnliches. Aber das haben wir alles im Unternehmen. Und wenn die Leute sich da bewerben oder Interesse haben, dann ist das Entscheidende. Wollen sie das? Wollen sie selbst mit uns arbeiten? Insofern die Skills, ja, gibt welche, aber viel wichtiger ist, dass die Leute Lust haben an der Materie. Danke, danke, Marc. Ja, wirklich, wirklich spannendes Thema. Ist das denn angedacht dann auch, dass die Kollegen entsprechend nur diese Aufgabe im Unternehmen dann haben oder sollten die ja im Grunde dafür freigestellt werden oder machen die das parallel zu ihrer eigentlichen Arbeit? Was ist dort die, ja, typischerweise die Vorgehensweise? Ja, das mit parallel zur Arbeit. Es gibt unterschiedliche Modelle. Das Zürich-Modell, was ich gezeigt habe, oder jetzt das Zürich-Lab hat so funktioniert, dass wir tatsächlich ein festes 8-Mann-Team oder 8-Personen-Team mit Mitarbeitern und Mitarbeitern besetzt haben, die fest angestellt waren bei mir als disziplinarischen Vorgesetzten. Da haben wir an der Skill-Auswahl natürlich lange geschraubt und haben gesagt, okay, wir brauchen jemanden, der Verwaltungs-, jemand, der eher technisch orientiert ist und so weiter und so weiter. Das Team war dann fest bei mir disziplinarisch verankert und hat immer wieder neue Ideen vorangetrieben und dann in die Mannschaft rein kommuniziert. Hier bei der Bitmark machen wir es etwas anders und wir sagen, das sind 6 bis maximal 18 Monate, in denen die Menschen freigestellt werden. Ich bin kein Freund von 50, 60 oder 80% Freistellung, weil wenn dann eine Eskalation im Fachbereich ist, dann habe ich ruckzuck aus 50 0% gemacht, zumindest was die dann bei mir arbeiten, weil natürlich der Kunde zufriedengestellt werden muss. Das heißt, das Team muss ganz klar wissen, aus dem es kommt, aus dem er kommt oder sie kommt, derjenige steht jetzt für eine Zeit lang nicht mehr zur Verfügung. Ob das nun 3 oder 6 Monate sind, stellt. Aber es steht von Anfang an fest, der steht nicht mehr zur Verfügung. Wenn es da ein Problem gibt, dann sind wir eine Firma, dann kann der da auch aushelfen. Aber es geht darum, dass grundsätzlich die Teams dann die Eigenverantwortung für die temporär zurückgelassenen Themen auch wirklich übernehmen müssen. Insofern bevorzuge ich immer die vollständige Freistellung. Die wandern dann nicht disziplinarisch zu mir, sondern nur fachlich oder in die Teams und wandern danach wieder zurück auf ihre ursprüngliche Tätigkeit. Super, Dankeschön für die Einschätzung beziehungsweise dann auch das Meinungsbild. An die Teilnehmer, wenn mit Blick ein wenig auf die Zeit und unsere Agenda, wenn Sie dir das ganze Thema dann auch haben ein wenig sacken lassen, jetzt in den nächsten Minuten und dort noch aufbauen, Fragen oder dann auch Anmerkungen dazu noch aufkommen, sind Sie natürlich herzlich eingeladen, gleich noch einmal mit uns in die Diskussion einzusteigen. Alle Referenten werden dort ja auch noch zur Verfügung stehen, auch für Antworten oder für Anregungen oder in die Diskussion einzusteigen. Und möchte an der Stelle nun einmal zu unserem, ja, vorerst letzten Agendapunkt vor der eigentlichen Diskussionsrunde kommen, zu unserer Active Summary, die der Ralf gerne einmal einleiten würde. Ja, danke dir, Philipp. Ja, Active Summary, was heißt das jetzt? Machen wir hier Turnübungen oder tanzen wir hier was vor? Nein, das ist nicht so. Aber die Active Summary soll ja einer mal nochmal zusammenfassen. Kurz und knapp, was haben wir denn jetzt eigentlich in den Vorträgen gehört? Ne? Auf der einen Seite haben wir jetzt vom letzten Vortrag von Marc Fahrrad, ne, gesehen. Ne? Wir haben natürlich auch die Räumlichkeiten gesehen, bunt, modern und tatsächlich auch, Marc, ne, ich muss das leider sagen, ne, das Thema Post-it am Fenster, ne? Du weißt, ICE und Co., ne? Kannst ja gleich nochmal was dazu sagen, ne? Das wäre cool. Und auf der einen Seite haben wir natürlich vorab bei dem Hans und dem Roger gesehen oder gehört, ja, da gibt es dieses Pferd, ne, mit allem obendrauf und dann der Helikopter, ne, mit ganz vielen Rotoren, die da laufen. Und daneben tatsächlich ja, diesen großen Impulsgeber mit der ISO-Norm, ja. Und
So wie ich das eben sehe, haben wir ja in Deutschland immer das Thema Norm. Cool, ich habe eine Norm und genauso dann müssen wir uns halten. Kannst du, Hans, da einfach nochmal kurz ein Statement abgeben zum Thema Norm und jetzt dieser ISO-Zertifizierung oder diesem Thema Impulsgeber? Ja, also ihr seht das hinterher in den Unterlagen. Ich bin Wirtschaftsprüfer und Steuerberater, aber eben auch Innovationsmanager und auch freiwillig zertifiziert, also ich als Person. Und als Wirtschaftsprüfer, Steuerberater liebe ich natürlich Normen. Normen haben aber eigentlich jetzt im ersten Schritt mit Innovation mal genau gar nichts zu tun, ja, sondern es geht ja auch um Breaking the Norm. Ja. Deswegen ist das total schräg. Ja. Und das erste Jahr, als ich davon mitbekommen habe, dieser freiwillige Leitfaden, mehr ist es nichts, nur ein Leitfaden, der wurde so über 5 Jahre entwickelt von Hunderten von Menschen in 52 Ländern. Und der ist wirklich freiwillig. Und der hat sich mir erst dann erschlossen, als ich verstanden hatte, dass Innovation halt nicht nur ein Ausschnitt ist, eben nicht nur bunte Post-its am ICE-Fenster. Das ist ein Ausschnitt, vielleicht ein wichtiger Ausschnitt oder ein nicht so gut funktionierender Ausschnitt, sondern dass das dann funktioniert, Innovation, dass aus einer Idee durch die Umsetzung Wert entsteht, wenn ich es ganzheitlich betrachte. Und dann habe ich immer gegoogelt, was ist denn ein gutes Innovationsmanagementsystem? Und dann kommt man halt auf, das ist so, macht es mal, auf 4 Milliarden Treffer. Da kann man sich natürlich selber jetzt durcharbeiten. Oder man schnappt sich etwas, wo Hunderte von Menschen 5 Jahre daran gearbeitet haben, nämlich einem freiwilligen Leitfaden. Nicht mehr, nicht weniger ist das. Und er gibt auch, wenn man da ein bisschen einsteigt, auch nur den Rahmen vor, an was man denken sollte, wenn man Innovationsmanagement betreiben möchte. Um dann festzustellen, da bin ich super, das lasse ich genauso. Und da habe ich vielleicht eine Lücke. Also die richtigen Fragen stellen. Das ist ein freiwilliger Leitfaden, wenn nicht. Okay, super. Ja, Marc, wie war denn das mit dem Thema Innovation und wirklich im ICE? Kannst du das mal ganz kurz nochmal hier mit reingeben? Jetzt bin ich ja bemüßigt, da preiszugeben. Das kann man auf LinkedIn, wenn man ganz lange scrollt, auch sehen. Die Story war ganz witzig. Wir kamen von der Session zurück aus Berlin und haben im Zug gesessen und haben dann überlegt, wir arbeiten mal weiter und haben dann einfach das Fenster mit unseren Post-its beklebt. Und haben wirklich konkret an Konzepten weitergearbeitet, weil die Fläche war da. Wir saßen 3 Stunden im Zug. Wir waren zu dritt an einem Vierertisch. Da hat sich auch keiner zu uns gesellt. Anscheinend war es dann doch vielleicht abschreckend oder keine Ahnung. Vielleicht war auch genug Platz, das weiß ich nicht mehr genau. Das Spannende daran ist, wir haben dazu einen Post gemacht, wo wir so ein bisschen in die Unschärfe auch gezogen haben, den Hintergrund. Und da kam recht schnell dann viel Traffic drauf, weil die Leute gesagt haben, ja klar, ich brauche, also die Räumlichkeiten sind schön und die unterstützen das Ganze auch, aber eigentlich brauche ich eine Idee und ich brauche den Willen mitzuarbeiten. Das ist ja, was Philipp auch vorhin gefragt hat, wie müssen denn die Leute sein? Die Leute müssen Bock haben. Wenn die Leute keinen Bock haben, entstehen auch keine Innovationen, ne? Weil Innovationen, dieses Wollen, ich glaube, Roger, du hattest es ja gesagt, dieses Wollen ist ganz entscheidend an der Stelle. Und wenn ich nicht will, wenn ich keine Lust habe, dann entsteht es nicht. Und so haben wir im Zug gesessen und haben da weitergearbeitet, weil wir halt Lust hatten. Ja, prima. Klasse. Vielleicht darf ich noch mal was zu Marc sagen. Man fragt sich ja immer, was hat das eine Thema mit dem anderen zu tun? Und ich finde es insofern ganz spannend, weil ich beobachte das eben an anderer Stelle auch in unserer täglichen Arbeit, um das mal in Verbindung zu bringen, diesen Standard einerseits, also die Managementstruktur, Innovationsmanagementstruktur und das Projekt, von dem Marc berichtet, das ist eigentlich ganz interessant, weil es passt eben haargenau da rein. Es braucht also sozusagen einen Raum, es braucht eine Ressource. Es braucht Geld, es braucht Menschen, es braucht Zeit, es braucht aber auch eine Kultur, es braucht den Wunsch, zusammenzuarbeiten und eine Organisationsstruktur, es braucht eine Strategie des Unternehmens, nämlich die Fragestellung, wo will ich eigentlich mit den Ideen hin, also was will ich entwickeln dort? Und dann braucht es auch eine Planungsstruktur, die zum Beispiel auch die ganzen anderen Bereiche in eurem Unternehmen dahingehend sensibilisiert, das, was da eigentlich rauskommt, ernst zu nehmen und in eine strukturierte, in einen strukturierten Prozess ins Haus zu übertragen. Und wenn man das zusammennimmt, dann sind das genau diese 7 Dimensionen bis hin zu der Messbarkeit von Erfolg, sind das diese 7 Dimensionen des Standards, die dort abgebildet werden in einem haptischen Prozess. Während das eine theoretisch ist, ist das andere sozusagen dann die Umsetzung einer solchen Idee. Und ob das gelingt, ist, also ob deine Ideen, Marc, die bei dir hinten rauskullern, ob die am Ende auch in den Unternehmenswert oder in den Unternehmenserfolg, in das Innovieren einzahlen, hängt davon ab, ob die eine Struktur mit der anderen Struktur zusammenarbeiten will. Und wenn du irgendwo eine Lücke hast, dann kommst du nicht vom Teller.
ja, dann kriegst du es nicht hin. Dann kann das noch so schön sein, aber du kriegst es nicht hin. Und darum geht es uns eigentlich. Deswegen passt es perfekt zusammen. Auch heute ein tolles Matching, Ralf und Philipp, von den Themen. Es passt perfekt zusammen. Es hat unmittelbar miteinander zu tun. Ja. Ich habe noch eine Frage an den Marc. Du hattest ja auf den Folien das Thema drauf, Führung. Ne? Also dir ist egal, wann einer wo arbeitet, wann er anfängt, wann er Pause macht etc. Da triffst du natürlich genau mein Herz, weil so denke ich auch. Ne? So werden wir auch hier bei uns in der Firma noch weiter denken und das aufbereiten. Meine Frage geht aber dahingehend, Marc, wie erlebst du das in Verbindung mit der alten Führungsriege sozusagen? Stoßt du da auf Widerstände? Erntest du da ein Klatschen als Beifall? Oder wie gehst du damit um? Oder wie gehen dir auch die Mitarbeiter mit um? Das ist so die Frage. Ne? Also fangen wir hinten an. Meine Mitarbeiter gehen so damit um, dass die das nicht anders gewohnt sind. Wenn die bei mir anfangen, und ich habe ja auch mal Mitarbeiter akquiriert, überwiegend von innen, dann sage ich denen, wie ich das haben will. Und mein klassisches Beispiel, ich habe immer zwei sehr schöne Beispiele dafür. Das erste Beispiel ist 30 Tage Urlaub. Das ist im System fest verankert. Wann die den Urlaub machen, ist mir persönlich erstmal egal. Das sage ich denen auch immer. Tragt's ein. Die Assistentin bestätigt den Urlaubsantrag. Wichtig ist, dass es mit den anderen Mitarbeitern zusammenpasst, dass die sich vertreten können, dass nicht alle 6 auf einmal oder alle 5 auf einmal in Urlaub gehen. Das haben die auch schnell verstanden. Das passiert ja in der Regel auch nicht. Da muss ich auch als Führungskraft gar nicht kontrollierend einwirken, weil das machen die schon aus völlig eigenem Antrieb. Und das Zweite ist, wo ich auch eine sehr lockere Hand und dann komme ich auch zu der Frage, die du zu der ersten Frage, die du gestellt hast. Mhm. Ich sage immer, wenn meine Mitarbeiter morgens zur Sparkasse oder zur Volksbank oder zur Deutschen Bank oder wo auch immer hingehen und da einen Darlehensvertrag über 350.000 Euro unterschreiben, um ihr Haus zu finanzieren, für 25 Jahre sich festbinden und dann kommen die zu mir und dürfen keine Post-its bestellen, ohne dass ich 3 Unterschriften leiste, dann hinterfrage ich den Prozess und sage immer, ja, hier ist meine Unterschrift, digital, klebt sie bitte rein, weil ich gehe davon aus, dass ihr verantwortlich handelt. Das birgt gewisse Risiken. Ich bin bisher damit noch nicht auf den Hintern gefallen. Ich sage mal, ab einer gewissen Größenordnung kommen die auch selbst und sagen, ich brauche einen neuen Rechner. Wie machen wir das jetzt? Ne? Also ich sage denen auch, ihr könnt immer fragen. Und das ist so eine Führungsgrundhaltung, die bei mir verankert ist. Das setzt sich immer stärker durch. Ich glaube, uns hat Corona da geholfen, denn früher war, ne, ich möchte am liebsten sehen, wo meine Mitarbeiter sitzen und gucken, wie viele Anschläge die in die Tastatur machen. Das ging jetzt mit Corona nicht mehr. Und oh Wunder, bei vielen Mitarbeitern, das gilt übrigens nicht nur für die Bitmarks, sondern das gilt für alle Unternehmen, bei vielen Unternehmen war die Performance nicht viel geringer. Teilweise war sie sogar höher, weil die Termine besser geclustert werden konnten, weil die Leute gesagt haben, ich kann auch erstmal um 10 anfangen, ohne dass mir der Chef dann direkt auf den Tisch steigt und sagt, 8 Uhr haben wir aber den ersten Termin oder keine Ahnung was, die ersten Codezeilen zu liefern, was weiß ich auch immer. Das ist ein großer Vorteil, den wir aus Corona ziehen, sage ich. Bei allen großen Nachteilen, die wir daraus auch generieren, ist das, glaube ich, ein großer Vorteil. Ich glaube, das hybride Arbeiten wird da überwiegen und die Führungskräfte, die es nicht gewohnt waren bisher, haben es erstens brutal gelernt, zweitens zum Teil wertschätzen gelernt und die, die es nicht wertschätzen gelernt haben, denen werden die Mitarbeiterperspektive weglaufen. Nicht nur bei der Bitmark, sondern überall. Die werden sagen, Entschuldigung, wenn du kein hybrides Arbeiten anbietest, Nachbarabteilung sucht noch Leute oder anderes Unternehmen sucht Leute. Ne, das wäre für mich immer der Worst Case. Ich habe Leute lieber im Unternehmen auf anderen Stellen, aber ich glaube, Führungskräfte müssen sich da wandeln und werden sich auch zukünftig wandeln. Ja, das ist richtig. Cool. Ja, vielen Dank, Marc. Ne? Philipp, hast du noch was? Nee, an der Stelle nicht. Ich würde jetzt ganz gerne vielleicht mal das erklären, was wir uns überlegt haben für die anschließende Diskussionsrunde, so denn eine dann auch inklusive der Teilnehmer entsteht. Wir haben uns das folgendermaßen überlegt. In GoToWebinar gibt es die Möglichkeit, ein Handzeichen zu geben, wo Sie im Grunde genommen dieses Handzeichen einmal auslösen. Ich kann es dann einsehen. Und wir würden Sie dann entsprechend drannehmen, um Ihre Anmerkungen, Ideen, Fragen dann auch uns zu besprechen beziehungsweise dann auch zu diskutieren. Das heißt, wir würden dann im Grunde genommen Ihre Stimme freischalten, in Anführungsstrichen Sie entmuten, sodass Sie dann auch die Frage stellen können oder Ihre Anmerkungen dazu geben können. Das würden wir jetzt ganz gerne einmal versuchen, ob das funktioniert.
vielleicht Freiwillige vor. Vielleicht gibt es dort ja schon Anmerkungen, wo wir das Ganze dann auch nun ausprobieren können. Wie gesagt, gerne Handzeichen geben. Ich habe das im Blick. Dann können wir direkt darauf eingehen. Eine Frage, die mich vielleicht noch im Allgemeinen dann auch interessiert. Wir sind ja durchaus hier auch mit verschiedenen Branchen gerade unterwegs. Das heißt einmal Banken, Versicherungen und. Und es gibt ja durchaus auch Häuser, die mit dem Thema Innovation an sich erstmal noch nicht so viel zu tun hatten, beziehungsweise dann auch noch nicht vielleicht eine Abteilung extra dafür haben oder einen Innovation Lab dann dafür auch gegründet haben. Und es wirkt auf den ersten Grund ja auch sehr umfangreich, was man vielleicht auch berücksichtigen muss. Was würdet ihr denn empfehlen, wenn ein Unternehmen sagt, okay, das Thema möchten wir jetzt bespielen? Welchen Start sollte man gehen? Welchen Aufbau, was sollte man als erstes berücksichtigen? Wie kommt man dann weiter voran, um dann auch tatsächlich ins Doing zu kommen? Ja, wer will? Ich kann gerne, ja, gerne freiwillig. Wir ergänzen uns da. Wir machen ja letztendlich auch über Future X nichts anderes als so eine Operation am offenen Herzen jeden Tag. Also, und die Frage des Anfangs in einen Innovationsprozess beginnt aus meiner Sicht in erster Linie erfolgreich an einer Stelle, nämlich da, wo es wo es ein Leadership Commitment gibt, wo es eine Klarheit darüber gibt, dass man sich von diesem Status quo weiterentwickeln will. Und zwar nicht vor dem Hintergrund, alles Bestehende wegzureißen, aber schon mit der Bereitschaft auch deutlich zu machen, dass man nicht auf jede relevante Frage eine Antwort weiß. Und das ist elementar wichtig. Und wenn man das hat, also Leadership Commitment, wenn man das hat, dass man dann über eine Idee, wohin man sich bewegen will, anfängt zu arbeiten. Und unsere Erfahrung ist eigentlich, wir haben so eine Art Sandwich gebaut. Wir haben also das Leadership Commitment eingeholt und haben gesagt, okay, wenn ihr euch auf Board Level einig seid, dass ihr einen Veränderungsprozess im Unternehmen wollt, und das heißt nicht nur, wir machen das hier mal so eben in der Vorstandssitzung, sondern wir wollen das wirklich und wir wollen auch die Veränderung für uns selbst spüren, dann kann man anfangen und kann sozusagen so eine Bottom-up-Bewegung, eine Bottom-up-Bewegung machen, nämlich von unten im Prinzip so eine Art Selbstbefreiung, sage ich immer. Wir machen ja nur Angebote, zum Beispiel für Mitarbeitende in der Art, wie Marc das macht, aber viele Beteiligungsformate, unterschiedliche Workspaces, in denen man neue Ideen entwickeln kann, mit externen, nur internen, mit bestehenden Strukturen, mit externen Strukturen, mit Ende zu Ende außen, mit Neugründung, mit allem, was es an Spielzeug oder, sag ich mal, an Werkzeug gibt. Und diese Bewegung, von oben das Commitment, von unten die Bereitschaft, führt dazu, dass die Struktur in der Mitte merkt, es wird ernst. Und dann anfängt tatsächlich auch ein Innovationsprozess zu übernehmen, zu denken, zu leben und den auch in einer Alltäglichkeit zu überführen. Und das ist jetzt nicht 400 Meter, sondern es ist Doppelmarathon. Aber unsere Erfahrung ist, dass es dann gut geht, weil es schafft Spielräume. Ja, das Interesse, der Wunsch mitzumachen, das Wollen, wie Gunter Dück sagt, das Wollen an Innovation ist eben viel, viel stärker als das Müssen in Wandel. Und beides ist elementar für die Veränderung, aber eben das ist unser Weg und der hat sich ganz gut bewährt. Super, danke Roger. Und ich kann nichts ergänzen. Ich hätte nicht die gleichen Worte gewählt, aber die gleichen Inhalte. Also ne, top down und bottom up und nur wenn es beides sich zusammen irgendwie in der Firma dann auch manifestiert, dann gibt es auch Ergebnisse. Aber es braucht einen Plan. Ich glaube, das ist wichtig. Ja, und jetzt kann man von so einem ISO-Standard halten, was man will. Aber es ist eine Art Roadmap. Die ist freiwillig. Und ich meine, wir sind ja gewohnt, ja, Ralf hatte das gesagt, die Normen in Deutschland. Ja, aber ich meine, stellt irgendjemand Qualitätsmanagement heute in Frage? Ja, 9001. Stellt irgendjemand Projektmanagement in Frage heute? Überhaupt nicht. Sondern es sind eigentlich bestehende Standards, die wir übernommen haben, weil sie uns genau diese Roadmap geben und uns die Sicherheit geben, dass es Ausprägungen rechts und links gibt, die auch eine eigene Identifizierung des jeweiligen Unternehmens mit einem solchen Prozess ausmacht, das ist doch klar. Aber so eine Roadmap zu haben, das ist für viele wichtig, weil sie heute eben nicht genau wissen, wie Marc oder die Erfahrung haben wie wir, wo man richtigerweise anfängt. Okay, gut. Sag mal, Philipp, wie sieht es denn aus bei der Fragefront?
Relativ ruhig. Relativ Es ist ruhig. bisher noch niemand, der sich geoutet hat, da den Startschuss zu geben. Vielleicht Ja, dann sind auch alle Fragen nochmal. schon geklärt worden. Also von daher ist ja auch nicht immer schlecht, wenn es keine Fragen gibt. Vielleicht ist es ja dann so ausführlich und entsprechend detailliert gewesen, dass man alle Informationen, die man gebraucht hat, mitgenommen hat. Von daher an der Stelle erstmal keine Fragen aus dem Publikum. Gut. Also ich habe jetzt an der Stelle tatsächlich auch keine mehr. Das war doch schon gut ausführlich, ne? Und klasse erklärt, auch einfach erklärt, sodass man es sehr gut verstehen kann. Und was herausgekommen ist, das ist ja klar, ne? Also ohne Innovation von oben befördert, unterstützt und natürlich auch das Wollen, was ja Roger sagte, wird Innovation nicht funktionieren. Die ISO hilft natürlich dabei, einen kleinen Leitfaden zu geben, was Hans gesagt hatte, ne? Und ich denke, da werden sich noch einige Unternehmen hier in Deutschland, auch wir natürlich, bewegen, ne? Wir werden uns neu sortieren und dann halt auch in die Innovationsthematik tief einsteigen, ne? Ich glaube, innovativ war Deutschland schon immer. Und wir haben natürlich gegenüber Amerika oder natürlich Asien oder sowas, ja, Bedarf, das noch aufzuholen. Aber ich denke, wir sind da auf einem sehr guten Weg miteinander. Ja. Darf ich vielleicht noch eine Also, Frage stellen? ja, klar. Logisch, Ich hätte Roger, bitte. noch eine Frage an Marc. Also sozusagen jetzt sozusagen unter uns nochmal, würde mich sehr interessieren, wenn ihr jetzt Mitarbeitende in eurem Lab habt, die dort arbeiten für eine bestimmte Zeit. Welche Beobachtungen machst du, wenn die zurück in ihren angestammten Arbeitsbereich kommen? Nehmen die diese Erfahrung mit? Teilen die die dort? Was passiert da? Kannst du da schon was zu berichten? Das ist so ein Thema, was uns wirklich sehr, sehr interessiert, weil es so ein Langzeitprozess ist, den wir gar nicht steuern wollen, aber auf den wir sehr setzen. Ja, zweiteilige Antwort. Der erste Teil der Antwort ist das, was ich vorhin schon mal als Beispiel gebracht habe, wo wir diesen kaufmännischen Kollegen rangeholt haben und der dann in eine ganz andere Rolle gewandert ist. Der Ralf hatte die Frage gestellt. Ich glaube, das ist exemplarisch. Aus dem Team, da waren 4 Leute im Team, sind 3 mittlerweile in anderen Rollen, weil sie einfach eine persönliche Weiterentwicklung gemacht haben. Alle 4 sind noch im Unternehmen, alle 4 arbeiten noch für uns, aber in unterschiedlichen Rollen. Das heißt, diese Weiterentwicklung im Thema geben sie im Unternehmen weiter und schöpfen dadurch mehr Werte. Also von daher, das ist ein sehr positiver Effekt, zumindest aus meiner Sicht. Vielleicht sind die abgebenden Einheiten gar nicht so glücklich darüber, dass die jetzt was anderes machen, aber ich glaube, die persönliche Weiterentwicklung führt auch zu einer höheren Zufriedenheit der Mitarbeiter. Der zweite Teil der Antwort ist, wir haben ja, das habe ich nur kurz angedeutet, mit diesem Thema Zukunft der Arbeit auch noch einen zweiten Zweig in dieses Innovationslab implementiert, wo Mitarbeiter, jetzt führe ich dann doch nochmal 2 Sätze dazu aus, wo Mitarbeiter mit ihrem gesamten Team und der Führungskraft zu uns kommen. Ich sage immer, die ziehen zu uns mit ihrem Rechner und ihrem Telefon und ohne Katzen und Hochzeitsbilder und ohne Topfpflanzen und arbeiten 6 Wochen an ihrem Daily Business bei uns. Das heißt, wenn die vorher gecodet haben, dann coden die bei uns auch. Wenn die vorher in der Verwaltung gearbeitet haben, dann arbeiten die in der Verwaltung. Und wenn das Personal ist, dann arbeiten die an ihrem Personalteam. Zusätzlich coachen wir die aber. Das heißt, wir beobachten, wie die arbeiten und wie die Arbeitsmethodik aus deren Sicht und aus unserer Sicht optimiert werden kann, im Sinne von bessere Zusammenarbeitsmodelle, modernere Zusammenarbeitsmethoden, vielleicht Methoden, die dann auch Innovationen fördern und so weiter und so weiter. Und wenn die das 6 Wochen gemacht haben, dann ziehen die, und das beantwortet jetzt deine Frage, Roger, dann ziehen die zurück auf ihre Flächen und bauen die teilweise auch um. Weil bei uns haben die nur ein Schließfach als persönliche Sphäre. Alles andere räumen die abends weg, und wenn es nicht weggeräumt ist, ist es am nächsten Tag verschwunden, weil irgendwer von uns aus dem Lab das dann wegräumt und sagt, ja, gegen Pfand kannst du das auslösen. Und da haben wir sehr gute Erfahrungen mitgemacht, dass die Menschen, die dann zurückgehen, also die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, dass die dann tatsächlich ihren Arbeitsalltag auch ändern, weil in den 6 Wochen haben die das ja wirklich erlernt. Ich halte nichts von Seminaren, in denen Kanban oder Scrum oder so gelehrt wird, weil das ist dann ein Tag und einer hat es gelernt, und der kriegt das aber nicht in die Mannschaft transportiert. Hier sind sie 6 Wochen im Daily Business in Veränderungsprozessen und tragen den dann mit. Deswegen machen wir am Ende auch einen Transition Workshop etc. etc. Also insofern, dieser Also, Langzeitprozess war mir ganz wichtig in der Implementierung. ja, also in dem Fall Learning by Doing, Mark, ne?
Exakt. Ja, und ich denke, das ist auch ein gutes Stichwort Learning by Doing für uns alle bei dem Thema Innovation. Jeder kann da noch was mitnehmen, jeder kann was dazu beitragen, ob das jetzt in diesem Leitfaden ist, ob das in der Bearbeitung bei Roger ist, ne, in der Versicherung als Hub an der Stelle. Also da gibt es viele, viele Möglichkeiten. Ich denke, wir sollten es anpacken. Und nochmal, Philipp, wie sieht's aus bei den Fragen? Hat sich schon einer gemeldet? Nein? Nein, tatsächlich nicht. Tatsächlich nicht. Okay. Ja, also von dem her, ich denke, wir haben sehr viel gehört. Wir haben einiges an ja, Themen beantwortet, die reinkamen. Und ja, machen wir das relativ einfach. Ich würde gerne noch eine Leuchtschrift. Du hast noch was, Roger. Ich würde gerne noch eine Leuchtschrift hochhalten. Das macht sonst eigentlich Hans, aber ich mache es einfach mal. Das Spannende ist ja jetzt auch für die Teilnehmenden, ja, was kann ich denn jetzt eigentlich was kann ich mit dem, was ich heute gehört habe, anfangen? Also wie kann ich das ausprobieren? Bei Marc ist das relativ einfach, da kann man wahrscheinlich hinfahren, sich das angucken und er zeigt einem das. Bei uns ist das ein Stück Papier, ist das was zum Klicken oder sowas. Das Spannende ist, glaube ich, wenn man ein originäres Interesse daran hat, zu gucken, wo stehe ich als Unternehmen, wo steht mein Unternehmen in Sachen Innovationsentwicklungsstruktur, Managementstruktur, wo steht man da genau? Die Innotonic GmbH hat eben das Assessment dazu gebaut und dahinter liegen Benchmarks. Also wir können zum Beispiel sehr dezidiert sagen, im Bereich Versicherungen und Finanzdienstleistungen, da gibt es eine branchenspezifische Benchmark. Wenn man so ein Assessment macht, das ist im Prinzip ja, ein relativ schneller Prozess. Da kann man sich selbst verorten im Rahmen dieser branchenspezifischen Benchmark und dann weiß man eben, wo stehe ich im Markt in Bezug auf die vorhandenen Strukturen, die ich habe. Und vielleicht kann das als Pulsbeschleuniger oder Pulsberuhiger wirken, je nachdem, wie man vorher gearbeitet hat. Aber das ist so eine Sache, die dann vielleicht eine konkrete Anwendung findet auch dafür. Ja, super. Klasse. Ja, dann müssen wir mal schauen, Philipp, wie geht es jetzt eigentlich gerade aktuell weiter? Weißt du das gerade? Ja, tatsächlich verweisen wir ja noch auf unseren zukünftigen Weg der Themen beziehungsweise unserer kommenden Events. Wichtig an der Stelle von meiner Seite noch, wenn Sie später, und das schon mal ein Hinweis dafür, wenn Sie sich nachher abmelden beziehungsweise sich ausloggen, haben Sie eine kleine Umfrage mit ein, zwei Fragen, wo wir einfach nochmal ja, nachhören, wie es Ihnen so gefallen hat, dass wir auch hinterher für uns einen Mehrwert mitnehmen können, Erfahrungen von Ihnen sammeln, wie Ihnen das Format auch gefallen hat. Ich sag mal, die Eventreihe ist ja noch nicht zu Ende, da kommt Herr Ralf aber jetzt gleich nochmal zu, aber zumindest war es ja heute der Startschuss einer neuen Reihe und da ist natürlich Ihr Feedback für uns auch ganz wichtig und sehr schön. Ja, gucken wir mal drauf, was haben wir denn noch vor? Ja, heute April und Sie seht hier schon auf der Folie, es geht bis zum November mit dieser Reihe. Wir haben die zwei Stränge, einmal die Experience und einmal Emotion. Bei Experience geht es tatsächlich rund um das Thema Innovation und bei Emotion sehen wir, ne, da natürlich einen Punkt agil, mehr als nur beweglich, ne, DIY, also selber machen, der digitale Trend. Oder die digitale Zukunft glasklar oder Glaskugel. Ja. Wenn man hier schaut, der nächste Termin ist, wie funktioniert Innovation? Nochmal ein Erfahrungsbericht im Mai und wie lebt man Innovation im Juni? Hier sei schon gesagt, im Juni gibt es einen Special Guest an der Stelle und dann schauen wir mal, wie die Teilnehmerzahl dann ist und die Fragerunde. Mehr möchte ich noch nicht verraten, soll ja spannend bleiben an der Stelle. Und ja, ihr seht hier unten tatsächlich auch den Anmelde-Link nochmal, ne, zu unseren Events. Sie können sich ja jederzeit anmelden und natürlich, wenn Sie noch Rückfragen an uns haben, auch Rückfragen an die Referenten, nehmen wir die sehr gerne auf und leiten die weiter. Dann bekommen Sie natürlich hier auch noch eine qualifizierte Antwort. Ja. Und ja, so ist unser Programm in diesem Jahr. Und ja, vielen Dank erstmal nochmal an den Stefan Schilling, unseren Geschäftsführer, mit dem ich eingeleitet habe. Natürlich an den Hans Werner, an den Roger und Marc. Und vor allem vielen Dank an meinen
Philipp, ne, hier in der Moderation, dass wir das gemeinsam heute gemacht haben. Und ja, auch Dankeschön an die Teilnehmer, die heute mit dabei waren bei unserem ersten Event in der Reihe. Also ich weiß nicht, wie es euch geht. Also mir hat es brutal viel Spaß gemacht. Philipp, wie sieht es bei dir aus? Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, das war ein gelungener Start. Spannende Themen, schöne Diskussion, gute Anregungen, gute Gedankenansätze. Ich glaube, da war für jeden etwas dabei. Von daher freue ich mich auf die nächsten Veranstaltungen. Ja, also vielen Dank, dass Sie alle dabei waren. Von den Referenten bitte noch ein Wort und dann machen wir hier Ende. Wenn ich glaube, wer es ist, am 16.06., dann wird es mega. Kannst du mir nachher mal zurufen, Ralf. Vielen Dank, dass ihr mich eingeladen habt. Es hat mir einen Riesenspaß gemacht. Danke dir. Roger, Hans, ein Wort noch. Danke und nehmen Sie die richtige Haltung mit. Innovation ist mehr als nur eine Idee. Genau, ja, dem ist eigentlich nichts mehr hinzuzufügen. Nächstes Mal hoffe ich, dass ich meine Folien auch klicken kann. Diesmal hat es nicht geklappt, aber wir haben uns da trotzdem durchgehangelt. Insofern hat Spaß gemacht. Vielen Dank und ja, viel Erfolg natürlich für die Reihe. Ja, danke schön. Danke sehr. Ja, dann wünsche ich allen Teilnehmern noch einen wunderschönen, erfolgreichen und gesunden Tag. Und wir hören uns in diesem Format wieder im Mai. Bis dann, ne? Genau.